So, und damit wieder recht herzlich willkommen zu einer neuen Folge The Evil Within. In der letzten Folge sind wir hier die kleinen Katakomben da durchgegangen, um hier vorne die Gesichter da zu holen. Von den einzelnen Platten, die wir jetzt natürlich einsetzen. Und ich gehe mal von aus, da werden wir, glaube ich, dann ein Endboss-Szenario haben, weil wir eiskalt verlieren werden. Oder auch nicht. Und wir schauen mal, wo wir jetzt hinkommen. Ich hoffe... Ja. Sind es Fallen? Kann ich die einfach... entschärfen? Was? Ja, moin, Alter. Okay. Bleiben die jetzt oben oder kommen die jetzt alle mal wieder runter? Wie darf ich mir das jetzt vorstellen? Also anscheinend gehen die Dinger jetzt nicht gleich wieder runter. Aber davon sind Fallen. So, die Fallen werden wir jetzt gleich mal gucken. Ich muss meine Brille nochmal kurz sortieren. Wie ich die... Kann ich die eventuell entschärfen? Warum kann ich hier nicht... Geht das? Kann ich hier hoch? How? Okidoki. Also jetzt wissen wir also roundabout, wo es hingehen muss. Jetzt hab ich hier irgendwie so. Ich dachte, ich trickst das aus, weißt du, während das noch so hoch fährt, dass ich da schnell so durchjumpe und Jump-and-Run-Action mache. Problem ist nur, dass die Kamera ist einfach mal voll für den Arsch. Damit sind wir bei Versuch Nummer 3. So, und wir werden versuchen, durchzurennen, aber geschickt durchzurennen, because of die Steuerung ist ein bisschen invertiert, weil die Kamera guckt von der falschen Seite. So, do you see this? Und wir haben es geschafft. Meine fucking Fresse, Alter. Das war jetzt natürlich, also bei Versuch Nummer 3 endlich geschafft, ist so eine Sache. Und hier vorne sind ganz viele wunderbare kleine Gegenstände, die mit der Stacheldraht, wie das Monster aussieht, ja, gekoppelt. Leslie! Leslie, du bist sicher. Wo ist... Kid. Kid. Kidman? Ist sie auch hier? Kid. Kid. Geht's ihr gut? Geht's ihr gut? Ihr gut. Geh zurück. Ich mach das auf. Ja, beantworte doch mal die Frage, Alter. Geht's dir gut oder nicht? Geht's dir gut oder was oder wie oder was oder wo? Lass mal hier mit dem Asian. Ein Schuss. Dein Ernst? Ein Schuss. Das auf! What? Was? Wie? Wer? Was? Wer macht was auf? Wo ist Kidman, Alter? Junge. Dieser Leslie. Ist komisch. Und diese Tür ist auch sehr komisch. Okay, also wir müssen anscheinend hier den Schalter, den hier, betätigen. Muss man aus wieder ganz drauf. Wer hat das drücken? Das auf, das auf, das auf, das auf!
Pass auf! Warum rennt der schon wieder? Warte! Leslie! Alter, komm, jetzt. Lass mich ran, jetzt kommt ein Endgegner, Alter. Ist der Leslie? Er ist wie Joseph. Wow! Alter, ich hasse Leslie. Ich hasse Joseph? Ich hasse Leslie. Kann ich zwei Pfeile gleich abschießen? Alter, das wär fucking awesome, ey. So wie ich ihn gesehen hatte, ist der, glaube ich, damit zwei. Ja. Kommt er dann hin mit der Fleischwurst? Wartet? Okay, ich ist toxic. Okay, komm. Nehmen wir noch hier die beiden Fallen mit. Dann nehmen wir noch den hier mit. Dann nehmen wir noch den damit. Den damit. Ich sehe keine Fallen, war. Wenn jetzt hier irgendwelche Fallen sind, bin ich am Arsch. Kann ich den hier irgendwie drücken? Nein. Ja, genau. Genau. Zum Teufel soll ich den bitte killen. Wie soll ich dem denn bitte ausweichen? Alter, hier ist richtig toxisch, Alter. Ja, hier sterbe ich doch. Ja, das war kein guter Plan. Probieren wir es beim nächsten. Ja, ich mache jetzt mal einen. Hier hin. Ich werde jetzt weggesprengt. Ja, ich hab den jetzt schon mal. Okay, warte. Wir müssen jetzt hier ein bisschen Taktik-Maktik vorgehen. Wir werden uns jetzt hier nochmal kurz. Den hier gönnen. Taktik-Maktik Nummer 2. Der lässt hier auch nochmal geglibber liegen. Scheiße, Alter. Wo ist er denn?
das geschafft? Komm schon, komm schon. Ja, das frage ich mich auch gerade. Und warum? What? Okay. Ich habe auch keine Munition mehr. Alter, kann ich hier irgendwie... geht es... hört's jetzt? Wo geht's jetzt weiter? Okay, Schrotflintenmunition. Wo komme ich denn jetzt hier raus? Jetzt ist hier die Tür wieder offen. Nee, ist klar. Warte mal, kann ich hier ganz kurz noch ein bisschen was vorbereiten? Nur so just for the lulz. Eine. Dein Fick ernst? Eine Dings kann ich machen? Genau. Alter. Ist das dein Ernst? Fuck you, Alter. Ja. Ventilgriff. Ein großes Ventilrad, mit dem Flüssigkeiten ohne Gasmengen reguliert werden können. Ne? Ist doch es ist doch fucking awesome. Das heißt, ich kann doch jetzt bestimmt hier hinrennen und sagen, jo, Justice. Und kann ihm sagen, ach, da ist er. Nee, ist klar. Klatsch und tot. Nee, noch nicht. Wait a second. Kann ich hier noch sowas haben? Ja. Wait a second. Ja, ist giftig, du. Hätte ich jetzt nicht behauptet. Kann ich hier noch eins nehmen? Alter, ist gar keine Panik hier. Ist ja auch... Nee! Lass mich doch einfach in Ruhe. Also, nochmal rennen. Ja, jetzt hast du mich hier auch noch fallen gelegt, du dumme Sau. Okay für dich, danke. Ja, hast du mir jetzt auch noch fallen gelegt, du dumme Sau. Dann laufe ich im Tisch wieder hier lang. Der Ficker, Alter. La 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 la
Ja. Ach so, hier ist... Lauf? Du kannst nicht laufen. Lauf, lauf, lauf doch. Lauf doch. Lauf doch. Bitch, please, run, boy, run. Nein, nicht stehen bleiben. Nicht stehen bleiben. Nicht stehen bleiben. Alter, wie oft muss man den töten? Ja, ganz ehrlich. Ich kann auch nicht so einfach mir nichts, hier wieder aufstehen. Ja, und lass mich warten. Du stehst jetzt hier wieder. Irgendwo stehst du wieder auf. Jawohl. Nee, komm, ey, komm, bitte nicht. Der kann da einfach durch, oder was? Ey, komm, mach die Lücke dicht. Nimm das! Endlich. Alter. Das war jetzt mal eine Action. Jo. Ich sag immer so viel. Ich hoffe, ihr hattet Spaß bei unserer kleinen Fake-Compilation. Wie oft ich jetzt hier nochmal neu anfangen musste. Ja, ist eine Menge passiert. Leslie ist ein toller Freund. Muss man mal sagen. Ganz, ganz easy. Finde ich gut, dass ich ihn befreie. Er wegrennt und mir quasi damit eine Falle stellt. Awesome. Alter, wozu machen wir das überhaupt noch mit Leslie? Ja, das sind Fragen über Fragen, die wir nächste Folge beantworten werden. Ansonsten, lasst ein Like, lasst einen Kommentar und damit ihr keine weiteren Folgen verpasst, abonniert unseren Channel. Bis dahin sage ich erstmal, reingehauen! Find myself within. Darkness twisting me around. There is nothing. Yeah.